Hallo, grüße euch. Heute gibt es von mir 3 Tipps, wie du noch bessere Weihnachtsfotos machen kannst. Ich bin Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und nach dem Intro geht's gleich weiter. Also Tipp 1 wäre jetzt schon, einfach verschiedene Ebenen aufbauen. Das heißt, so hat jetzt auch unser Weihnachtsset dieses Jahr ausgeschaut. Wir haben eben in den verschiedenen Ebenen gearbeitet. Wir haben hinten einfach die Kulisse einmal aufgebaut und die Kinder, die Familien, die was wir fotografiert haben, haben wir einfach vorne hingesetzt. Was ist jetzt der Unterschied? Wenn die Kinder oder die Familien hinten gesessen wären, dann hätten sie zum Beispiel diese Lichterketten, die wären scharf gewesen, man hätte den Draht gesehen. Hier ist zum Beispiel ein unechter Baum und dieser Baum, den hätte man dann einfach ganz scharf gesehen. Wir wollten einfach diese Unschärfe im Hintergrund bilden und deswegen haben wir einfach in verschiedenen Ebenen gearbeitet. Also das ist der erste Tipp, schaut einfach, dass es verschiedene Ebenen gibt und dass die Kinder ein bisschen einen Abstand haben, dass der Hintergrund dann eben unscharf sein kann. Der zweite Tipp ist eben schon die Perspektive, weil gerade letztes Mal beim Fotocoaching habe ich gemerkt, dass die Teilnehmer da einfach die Perspektive nicht verändert haben. Das heißt, sie sind gestanden und haben von oben eben die Fotos gemacht. Das heißt, auch hier wieder, von wo möchte ich fotografieren, bleibe ich stehen oder setze ich mich hin und begebe mich in einer Ebene des Produkts oder eben in der gleichen Ebene der Kinder. Also auch hier darfst du die Perspektive ändern und du wirst sehen, was sich im Bildaufbau auch verändert. Wir haben hier 2 Fotos, die wir euch zeigen, was das dann ausmacht, wenn man einfach die Perspektive ein bisschen verändert. Zum Beispiel auch hier habe ich diesen Baum hier dann auf dem Podest draufgestellt. Das war eben mein Vordergrund, dann eben das, was ich gern fotografiert hätte. Und im Hintergrund sieht man dann schon die kleinen Lichter, die dann zu Blendenflecken werden. Also das ist mein Tipp, die Perspektive auch mal verändern. Tipp 3, also an dritter Stelle, ist jetzt offenblendig zu fotografieren. Also je nachdem, was dein Objektiv hergibt, so weit wie möglich die Blende aufmachen. Du siehst jetzt auch schon, dass im Hintergrund die ganzen Lichter so richtige Blendenflecken entstanden sind. Die Daniela hat im Hintergrund eben schon die Blende auf 1,8 eingestellt. Der Baum ist in der gleichen Ebene zu mir, deswegen ist er scharf. Hier diese Produkte, die fotografiert werden, sind schon weiter hinten und sind schon unscharf. Deswegen unser Tipp, einfach die Blende so weit wie möglich offen halten. Und so kriegt sie diesen coolen Effekt dann auch hin. Ja, also wenn dir das Video gefallen hat, wenn dir diese Tipps gefallen haben, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein Like gebt oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach bitte in den Kommentaren und wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, dann lasst uns ein Abo da, das ist nämlich gratis. Wir freuen uns drauf und wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!